Frau Präsidentin, sehr geehrte Damen und Herren! Ich habe ja häufiger das Vergnügen, nach Herrn Wedel zu sprechen, aber selten hat es mir so viel Vergnügen gemacht wie heute. Vielen Dank für diesen sehr sachlichen und fundierten Beitrag. Und bei der Beantragung dieser Aktuellen Stunde der CDU habe ich mir die Frage gestellt, wenn das wirklich die größte Sorge der CDU in dieser Woche ist, mache ich mir eher Sorgen um die CDU und nicht um den offenen Strafvollzug. Herr, Sie suggerieren in der Beantragung dieser Aktuellen Stunde, dass durch vollzugsöffnende Maßnahmen im offenen Vollzug, die auch nicht in jedem Fall gelingen, ginge eine Gefahr für die Bevölkerung aus. Glauben Sie das eigentlich wirklich? Wir jedenfalls nicht. Aus guten Gründen ist der offene Strafvollzug in Nordrhein-Westfalen über alle Parteigrenzen hinweg in der Vergangenheit ein herausragendes Markenzeichen des nordrhein-westfälischen Strafvollzugs, und er wurde gewürdigt, geschätzt und ausgebaut. Denn mit seiner Öffnung nach außen beugt er den schädlichen Folgen des Freiheitsentzugs vor, fördert die Selbstständigkeit und die Eigenverantwortlichkeit der Gefangenen und erleichtert ihnen den Übergang in die Freiheit. Der offene Vollzug ist keine bloße Vergünstigung für beanstandungsfreies Verhalten, sondern vielmehr eine wichtige Behandlungsmaßnahme. Er dient dem Einüben von Verhaltensweisen in Freiheit, insbesondere durch Selbstkontrolle und realitätsnahes Durchstehen von Versuchssituationen. Anstalten des offenen Vollzugs, die in den Verhältnissen der Freiheit angeglichen sind, sind also solche, in welchen sich Unselbstständigkeit und Subkultur in geringerem Maße entwickeln können, als bei denen, wo die Gitter und die Sicherheitsvorkehrungen im geschlossenen Vollzug höher sind. Der offene Vollzug ist ein tragender Eckpfeiler des nordrhein-westfälischen Resozialisierungsprogramms. Und es zeigt sich im Vergleich auch mit den Haftraumkapazitäten mit den anderen Bundesländern, dass wir da führend sind. Wir haben 8 eigenständige Einrichtungen des offenen Vollzugs, viele Bundesländer keine oder eine. Auch da sehen wir, dass der Vergleich natürlich hinkt. Wenn wir 8 eigenständige Anstalten haben, sind wir da natürlich auch mehr als die Hälfte der Bundesrepublik. Im Blick auf die wertvolle Resozialisierungsarbeit, die im offenen Vollzug geleistet wird von den Beschäftigten, denen wir an dieser Stelle auch noch einmal herzlich danken möchten für ihre Arbeit, sind Entweichungen, die hier in der Rede stehen, in der Höhe als unvermeidbare Begleiterscheinung hinzunehmen. Denn das, was jeden Tag gelingt, dass jeden Tag Gefangene ihrer Arbeit nachgehen, einen Schulabschluss nachholen, durch Substitution und Behandlungsmaßnahmen ein Leben ohne Sucht führen können, all das, diese positiven Statistiken, die werden ja leider nicht geführt. Und ich bin mir sicher, dass wenn die Bürgerinnen und Bürger jetzt genau informiert sind, was heißt das denn eigentlich, wenn ein Straftäter, eine Straftäterin morgen wieder die Nachbarin, der Nachbar, der Arbeitskollege ist, was wollen die Bürgerinnen denn, wie diese Nachbarn, Arbeitskollegen wiederkommen? Wollen sie, dass sie eingeübt sind? Wollen sie, dass sie im schlimmsten Fall 23 Stunden am Tag weggesperrt sind? Nein, sie wollen, dass diese Menschen mit einem aktivierenden Behandlungsvollzug gearbeitet haben, von Fachleuten begleitet wurden und dann künftig ein Leben ohne Straftaten führen können. Und ich bin mir sicher, dass eben dieser aktivierende Behandlungsvollzug die Rückfallquote deutlich senkt. Und deshalb gibt es dazu keine Alternative. Und was heißt eigentlich Entweichung im offenen Vollzug? Ja, da geht jemand durch die Tür, und Herr Wedel hatte es auch schon gesagt, ja, auch Gefangene kommen mal zu spät von der Arbeit zurück in die Einrichtung. Ja, Gefangene kommen mal zu spät von einem Arztbesuch, von einer Familienfeier, durch Stau, Nachlässigkeit oder eben die verspätete Bahn später in die Einrichtung zurück. Und auch das wird in dieser Statistik gezählt. Und Sie wollen doch nicht ernsthaft sagen, dass das eine Gefahr für die Bevölkerung darstellt.
Die Ersatzfreiheitsstrafen, die vorwiegend im offenen Vollzug umgesetzt werden, sind aktuell 500 Menschen in diesen Tagen. 500 Menschen sitzen in unseren Gefängnissen, weil sie Geldstrafen nicht bezahlen konnten. Und auch diese Menschen sind kein Sicherheitsrisiko für die Bevölkerung. Und wenn Sie als Anlass für diese Aktuelle Stunde einen Pressebericht nehmen möchten, möchte ich hier auch noch zwei Presseberichte anführen. Zum einen aktuell die Glocke vom 14.03., wo die Einrichtungsleiterin der größten offenen Vollzugseinrichtung in Europa, der JVA Senne, die Frau Höltgemeier-Schwick, die wir alle kennen und schätzen, noch einmal sagt, dass die Rückkehrerquote in ihrer größten Einrichtung Europas bei 0,2, die Nichtrückkehrerquote bei 0,2% liegt. Und da sehen Sie eine Gefahr. Sie sagt noch einmal sehr deutlich, es gibt keine bessere Möglichkeit für den offenen Vollzug. Der offene Vollzug ist das Nonplusultra, um Inhaftierte in die Gesellschaft wieder einzugliedern. Entsprechend ist die Integration der Gefangenen in dem allgemeinen Arbeitsmarkt ein besonderes Anliegen. Und deshalb bitte ich die CDU, zu diesem gemeinsamen Bekenntnis zum offenen Vollzug zurückzukehren. Und, denn diese vollzugsöffnenden Maßnahmen sind sinnvoll und helfen der Wiedereingliederung. Vielen Dank. Vielen Dank, Frau Kollegin Hanses. Für die Piratenfraktion spricht